Paul Kraus, ich habe hier eine eingeschriebene Sendung für dich. Was denn? Die Bundeswehr ruft. Ach du Scheiße, das darf nicht wahr sein. Freu dich. Ja, freu dich. 15 bis 18 Monate. Oh, ist doch fast gar nichts. Geht auch um die Zeit. Ja, ja, sie haben es auch machen müssen. Ja, danke, tschüss. Ja, tschüss. Jetzt habe ich den Salat. Musterung. Hab ja damit gerechnet, aber ich habe echt keinen Bock drauf. Am besten ich verweigere, ehrlich. Denn beim Bund bin ich doch verloren. Und aus dem Job bin ich auch für 15 Monate raus. Je nachdem, wo die mich hinknallen, kriege ich auch die Beate kaum noch zu sehen. Wozu der ganze Quatsch? Für den Frieden, sagen die. Ich habe doch die hier gefunden. Ist das die richtige? Ja, die ist richtig. Gott. Für den Frieden, da kann ich doch nur lachen. Wenn man sich das überlegt, hört man den ganzen Tag nichts anderes als Aussöhnung, Entspannung. Und was machen die Typen? Wehrpflichten, Haufen Soldaten, immer modernere Waffen. Da kann ich mal keinen Vers drauf machen. Ich halte das für Schwachsinn. Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Unsere Welt ist nun einmal so beschaffen, dass man sich in ihr nicht um Frieden bemühen kann, ohne für seinen eigenen Schutz zu sorgen. Und darum ist ein Staat, der Friedenspolitik macht und zugleich Streitkräfte unterhält, noch lange nicht unglaubwürdig. Die entscheidende Frage, die wir uns zu stellen haben, lautet: Wozu ist die Bundeswehr da? Die Antwort ist eindeutig: Zur Verteidigung und nicht zum Angriff. Verteidigung ist ein Recht, das die Charta der Vereinten Nationen jedem Mitgliedstaat zubilligt. Die Bundesrepublik Deutschland gehört seit dem 18. September 1973 den Vereinten Nationen an. Ihre Sicherheitspolitik stand seit ihrer Wiederbewaffnung im Einklang mit der UN-Charta. Aus dem Artikel 87a des Grundgesetzes geht eindeutig hervor, dass Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland nur zur Verteidigung aufgestellt und eingesetzt werden dürfen. Ich höre immer Verteidigung. Als wenn ernsthaft einer dran dächte, uns anzugreifen. Na gut, der Russ und der Ami, die rüsten wie verrückt. Jedenfalls sieht man alle Nase lang sowas im Fernsehen. Aber richtig Krieg zu machen, traut sich doch keiner. Davon reden doch bloß immer so ein paar Scheißfanatiker. Ich finde, das ist Politik, mit der man die Leute in Angst und Schrecken hält. Die Sache ist komplizierter. Das wird deutlich, wenn man sich die Weltkarte ansieht. Es gibt in den verschiedensten Teilen der Erde Konfliktgebiete. Hier Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Und kaum eine der zunächst lokalen Auseinandersetzungen verläuft ohne direkte oder indirekte Beteiligung der Führungsmächte Sowjetunion und USA. Im Vietnamkrieg beteiligten sich die Vereinigten Staaten auf südvietnamesischer Seite. Die Sowjets unterstützten Nordvietnam und den Vietcong. Beim Kampf um die ehemalige portugiesische Kolonie Angola griffen beide Seiten mit massiver Waffenhilfe für die ihnen jeweils nahestehenden Gruppierungen ein. Wo sich in der Vergangenheit die Systeme gegenüberstanden, konnte es jederzeit zum offenen Konflikt kommen. Beispielsweise als 1962 die Sowjetunion versuchte, Raketen nach Kuba zu transportieren, um die USA aus nächster Nähe bedrohen zu können. Sie war nur durch das Aufkreuzen amerikanischer Kriegsschiffe daran zu hindern. Präsident Kennedy zeigte sich zum Äußersten entschlossen und Chruschtschow lenkte ein. Machtdemonstrationen dieser Art passen nicht mehr in das heutige Bild von Sicherheit und Abrüstung. Aber internationale Konflikte drohen nicht nur, wenn die Interessen der Großmächte unmittelbar berührt sind.
Durch den Zusammenschluss zahlreicher westlicher Demokratien zur NATO und einer Reihe sozialistischer Staaten zum Warschauer Pakt sind vielfältige Abhängigkeiten entstanden. Die Mitgliedstaaten müssen sich wechselseitig unterstützen. Das vergrößert die Wahrscheinlichkeit von Auseinandersetzungen. Wo sich früher zumeist nur zwei Staaten stritten, sind heute alle Mitgliedstaaten dieser Paktsysteme betroffen. Erhöhte Wachsamkeit ist also erforderlich. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Bundeswehr, ob die schön ist und so weiter. Da sehen wir schöne Paraden dann drüber. Aber im Ernst, wenn es mal hart auf hart geht, dann kommen wir sowieso nicht dran. An die Atomwaffen kommen wir nicht dran. Wozu ist die überhaupt Nutze dann? Dann brauchen wir sie schließlich auch gar nicht. Doch, klar. Wie kann man sich die Bundeswehr nicht besser? Immer wenn wir unter uns über die Sache quatschen, dann sind wir uns einig, dass die Bundeswehr überhaupt nicht mitmischen sollte. Wir haben ja doch nichts zu bestellen, wenn es mal richtig zur Sache geht. Dann zählen doch nur die dicken Atombomben. Und da lassen uns die Amis nicht ran. Da muss sich niemand wundern, wenn uns das alles stinkt. Was heißt du? Mit Vergleiche öffnen mit anderen Staaten. Ich weiß nicht, ich so unbedingt auf den Sieg ab. Ich weiß nicht, mir ist im Grunde genommen ehrlich gesagt scheißegal, ob der Russe siegt oder was der Geier wer siegt. Ne? Also Hauptsache, ich werde nicht abgeknallt und wenn nicht überhaupt so viele Leute abgeknallt. Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren hat, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle uns zu bewähren haben, sagte der ehemalige Bundespräsident Heinemann bei seinem Amtsantritt 1969. Aber diesen Frieden kann man schon lange nicht mehr auf Worte gründen. Man kann ihn auf politischem Wege nur anstreben, wenn man Möglichkeiten hat, den Krieg zu verhindern. Das strategische Konzept der NATO, des Nordatlantischen Bündnisses, ist ein Mittel der Kriegsverhinderung. In diesem Konzept spielt die Bundeswehr mit ihren modernen Waffensystemen eine wichtige Rolle. Auch sie half, die Bundesrepublik wieder bündnisfähig zu machen. Erst mit einer eigenen leistungsfähigen Streitmacht und also fähig für ihre äußere Sicherheit zu sorgen, wurde die Bundesrepublik ein gleichberechtigter Partner. Diese Partnerschaft verpflichtet sie dafür zu sorgen, dass die Bundeswehr im Rahmen des NATO-Bündnisses auch eine Abschreckungsfunktion erfüllt. Aber abschrecken kann man doch nur mit Atomwaffen. Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Vor unseren Panzern allein fürchten sich die anderen noch nicht. Da kann mir nur einer erzählen, was er will. Die Bundeswehr spielt im militärstrategischen Konzept der NATO eine wichtige Rolle. Die Bundesrepublik hat eine 1700 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit den Staaten des Warschauer Paktes. In einem 100 Kilometer breiten Streifen westlich dieser Grenze leben 30% der Bevölkerung, sind 25% der Industrie angesiedelt. Und darum kommt nur eine Verteidigung an der Grenze in Frage. Auf eine Aggression muss man sofort und schlagkräftig antworten können. Ein länger andauernder Kampf auf dem Gebiet der Bundesrepublik würde unweigerlich zerstören, was geschützt, verteidigt werden soll. Weil die NATO zur Vorneverteidigung entschlossen ist, haben mehrere Bündnispartner in der Bundesrepublik gemeinsam mit der Bundeswehr einsatzbereite Streitkräfte grenznah stationiert. Die Bundeswehr aber ist im Rahmen der NATO-Einheiten besonders stark vertreten, denn sie verteidigt den eigenen Staat. Ja, mit der Bundeswehr ist sowieso alles Kappe, Mann. Das bringt dir überhaupt nichts, aber wenn du schon Russen hörst. Aber ich finde, die Russen haben sowieso eigentlich kein Schiss für die Bundeswehr. Die einzigen Schiss, den sie haben, ist von Amis. Denn die haben ja die eigentlichen Waffen, die Bundeswehr. Die können sonst wie viele Waffen haben. Wir haben ja gar nicht die Leute dazu da, um dann denen irgendwie groß was entgegenzusetzen. Die Russen also, was sollen die mit der Bundeswehr anfangen? Die sind ja in 48 Stunden am Rhein. Die NATO ist darauf vorbereitet, auf jede Art von Angriff angemessen zu reagieren.
Wie in dieser Gefechtsübung hätte die Bundeswehr im Ernstfall die Hauptlast der konventionellen Auseinandersetzung zu tragen. Wenn der Angreifer drückend überlegen wäre, könnte sich die Bundeswehr darauf verlassen, dass ihr die NATO mit der nächsten Einsatzstufe, dem Einsatz taktischer Atomwaffen, zu helfen versucht. Ziel dieser Strategie ist es, dem Gegner klarzumachen, dass jeglicher Angriff für ihn ein untragbares Risiko darstellt. In diesem strategischen NATO-Konzept ist die Bundeswehr unentbehrlich. Wenn man die Spezialisten so reden hört, dann denkt man wirklich, dass sie genau wüssten, wie so ein Krieg im Ernstfall ablaufen würde. Dabei kommt das wirklich dann auf den Einzelnen an. Aber ich glaube, der Einzelne hat bei den Waffen, die wir heute haben, echt keine Chance mehr. Da gehst du echt verloren, weil da ist nichts mehr zu machen als Einzelner. Dann würde ich das doch gerade deshalb versuchen zu verweigern. Du schaffst das doch bestimmt, das kann doch gar nicht so schwer sein. Ja, sicher kann ich verweigern. Aber ich glaube, hör mal, ich muss auch einsehen, ich habe jedenfalls eingesehen, dass die Bundeswehr echt nötig ist. Und deshalb finde ich, warum schafft man das Ganze nicht irgendwie auf die Freiwilligenbasis? Warum macht man das nicht darum? Das wäre doch viel besser. Die Leute, die ja unbedingt an der Front wollen, die sollen es dann von mir aus abknallen lassen. Wir wissen nicht, ob sich für ein Freiwilligenheer in der Bundesrepublik genügend junge Männer melden würden. Da wir aber Bündnisverpflichtungen haben und diese Verpflichtungen uns vorschreiben, wie stark unsere Divisionen, Brigaden, Bataillone und Kompanien sein müssen, können wir uns auf Freiwilligenmeldungen allein nicht verlassen. Ich möchte noch mit Ihnen besprechen, was Sie in der Bundeswehr gerne machen möchten. Ja, schon gesagt, möglichst berufsnah. Sie wollen also Ihre Freiwilligenmeldung dazu. Es gibt aber noch ein wichtigeres Argument für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Die Bundeswehr muss sich als Streitmacht der Republik, als Vertretung jedes einzelnen Staatsbürgers verstehen. Das Volk, vertreten durch den Bundestag, kontrolliert die Bundeswehr. An ihrer Spitze steht ein Politiker als Verteidigungsminister. Dennoch bestimmt nicht ein Einzelner über Wehrdienst und bewaffneten Einsatz, sondern das Volk durch sein Parlament. In der Vergangenheit setzten sich die Herrschenden mit ihren Kriegszielen über Wünsche und Bedürfnisse des Volkes hinweg. Söldnerheere, oft gewaltsam angeworben, sollten Eroberungszüge möglich machen oder dienten als Exportartikel. Das Volk hatte zu solchen Heeren stets ein abweisendes Verhältnis. Es sah in ihnen eine kurze Phasen allgemeiner Kriegsbegeisterung waren nicht die Norm. Auch nicht die von der Oberschicht geschätzten Privilegien der Offiziere. Das Verhältnis unserer Bürger zur Bundeswehr ist eingebettet in das Vertrauen zum Staat. Dieses Vertrauen schließt ein Ja zur Sicherheitspolitik der Bundesregierung ein. Verstärkte Anerkennung der Soldaten und wachsender Verteidigungswille der Bevölkerung sind Hinweise. Bei einer Umfrage stimmten der Feststellung, dass die Bundeswehr in der heutigen Weltlage wichtig sei, 74% der Befragten zu. Wir brauchen ganz sicherlich eine Bundeswehr, das meine ich. Ja, der Osten, der rüstet so stark auf. Ich meine, wir müssen uns doch da irgendwie angleichen. Ja, weil wir dann ein Gefühl der Sicherheit haben. Und ja, wenn Krieg ausbricht, brauchen wir sie sowieso. Ne? Ja. Wir brauchen ja ausgebildete Soldaten. Wir brauchen sie vielleicht im Moment, aber die Politiker sollten bemüht sein, dass die Bundeswehr eben abgeschafft wird, eben durch Friedensverträge oder Ähnliches. Dass der Soldat heute ein selbstverständlicher Bestandteil der Gesellschaft sei, bejahten 74,4% der Befragten. Die Jugend hat allerdings noch Vorbehalte, besonders wenn sie den öffentlichen Niederschlag dieser positiven Bilanz findet. Ja, sicher, es wäre gerechter, aber nicht mit mir. Ich würde auf jeden Fall verweigern. Ja, glaube ich dir. Nee, aber ich habe das Gefühl, ich habe das so in einer Zeitung gelesen, die ganze Bevölkerung, die hat überhaupt nichts mehr gegen die Bundeswehr, die hat überhaupt nichts mehr dagegen. Die bezahlen Steuern dafür, das macht denen gar nichts mehr, das ist denen alles egal anscheinend. Ach, die sollen da ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was sie reden.
Man hört ja wohl oft genug noch von dem Schlamassel aus dem letzten Krieg. Und warum hetzen die Leute auf die gleiche Linie wieder? Das verstehe ich nicht. Niemand hetzt in diesem Lande irgendwen auf irgendeine Linie. Ganz im Gegensatz etwa zur DDR. Deren sozialistische Wehrerziehung kennt den Hass auf die sogenannten Feinde des Sozialismus. Raketenstrotzende Waffenparaden gehören zur allseitigen Entwicklung des Wehrbewusstseins, das den Blick für die historische Überlegenheit des Sozialismus schärfen soll. Im Gegensatz dazu müht sich die Bundesrepublik um die Verteidigung einer freiheitlichen Ordnung, die dem Einzelnen viel Bewegungsspielraum gibt. Die Bundeswehr schützt diese Ordnung nach außen. Sie schützt damit zugleich unsere Grundrechte. Das Recht der freien Meinungsäußerung, das Recht auf Freizügigkeit, die Freiheit der Presse, die Freiheit der Berufswahl, das Recht auf Wehrdienstverweigerung. Wichtig ist aber auch ein anderer Gesichtspunkt. Die Bundeswehr hilft, den Frieden in Europa zu sichern. Und dies im Bunde mit ihren NATO-Verbündeten. Jedoch, Sicherheitspolitik besteht nicht nur aus Vorsorge, aus Verteidigungsbereitschaft, aus Abschreckung eines eventuellen Angreifers. Sicherheitspolitik besteht auch aus der Bemühung um Entspannung. Beispiele: Als 1965 ein offener Konflikt zwischen Indien und Pakistan drohte, bemühte sich der sowjetische Ministerpräsident Kosygin um eine Beilegung. Im Krisengebiet des Nahen Ostens war in den letzten Jahren immer wieder der US-Außenminister Kissinger als Vermittler tätig. Erfolgreiches Krisenmanagement auch rund um Berlin. Diese Stadt ist zu einem Prüfstein des Entspannungswillens geworden. Die durch Sowjetunion und DDR betriebene Isolierung Westberlins konnte durch die Vier-Mächte-Vereinbarung von 1971 gestoppt werden. Am 3. September unterzeichneten die Botschafter das Papier, das Westberlin Sicherheit und Bindungen an die Bundesrepublik garantiert. Ein erster Schritt auf die Entspannung hin. Neben solche Bemühungen in plötzlich kritisch gewordenen Situationen muss die Sorge um eine Rüstungskontrolle treten. Zu nennen sind alle Vertragswerke, die einem atomaren Wettrüsten entgegenwirken. Der Moskauer Atomversuchsstoppvertrag von 1963, der Kernwaffenversuche über der Erde, in der Luft, im Weltraum und unter Wasser verbietet und dem die Volksrepublik China, Frankreich und Kuba nicht beitraten. Der Weltraumvertrag, der verbietet, Wasserstoffbombensatelliten um die Erde kreisen zu lassen und fremde Himmelskörper militärisch zu nutzen. Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen. Vertragstreue der Partner ist natürlich Voraussetzung für den Erfolg. Wer hält sich denn im Ernstfall an so eine Sachen? Wenn es zum Krach kommt, dann knallen sie doch alle drauf. Die tun so, als wollten sie wirklich den Krieg verhindern und heimlich machen sie doch weiter. Das läuft dann immer ganz anders, wenn es mal so weit ist. Was sollen also die ganzen Verhandlungen? Die 1975 in Helsinki zu Ende gegangene Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE genannt, hat viele Absichtserklärungen und wenig direkt greifbare Ergebnisse gebracht. Aber sie hat gezeigt, dass das Klima unter den teilnehmenden Staaten und Machtgruppierungen für Verhandlungen nicht verdorben ist. Solange man miteinander redet und um eine Verbesserung der Situation bemüht ist, besteht eine Chance, das elementare Misstrauen zu verringern, das zwischen den Völkern unterschiedlicher politischer Systeme besteht.
Das alles gilt auch für die Verhandlungen über die Begrenzung der strategischen Rüstung zwischen den USA und der Sowjetunion, kurz SALT genannt. Auch hier sind trotz jahrelanger Gespräche die Ergebnisse noch mager. Aber es wäre falsch, wollte man nur beim Aufrechnen dessen stecken bleiben, was die jeweils andere Seite unternommen hat, um die angestrebte Vereinbarung schon vor ihrem Abschluss zu unterlaufen. Wichtiger ist es, im zähen Ringen um Positionsvorteile, seit Jahren auch bei den MBFR-Verhandlungen um eine ausgewogene Truppenreduzierung von Warschauer Pakt und NATO in Europa praktiziert, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, den Frieden sicherer zu machen. Viel Zeug, was ich da in den letzten Tagen gehört habe. So viel habe ich kapiert. Bundeswehr einfach abschaffen, dafür irgendwie soziale Sachen zu machen. Geht nicht. Ich hätte ja verweigern können. Aber das finde ich nicht fair. Einen religiösen Grund habe ich nicht. Nur bin ich also bei der Musterung. Morgen. Morgen. Ob die mich wollen, wird sich noch erst zeigen. Vielleicht habe ich einen Herzfehler oder Plattfüße. Kondition ist ja ganz gut, aber Bund ist trotzdem scheiße. Andererseits, wenn hier im Westen kein Schwein mehr aufgerüstet ist, knallen die anderen drauf. Musterung vorbei. Ob die mich überhaupt wollen? Sie sind Herr Klaus Beihauf, 21.10.1958 geboren. Sie wohnen in Hürth, Lieblacher Weg 1. Herr Beihauf, die heutige ärztliche Untersuchung hat ergeben, dass Sie wehrdienstfähig sind. Sie werden der... Es ist passiert. Jetzt bin ich doch tatsächlich Soldat. Ob das überhaupt alles für was gut ist? Einberufungsbescheid rechtzeitig bekannt gegeben. Sie unterliegen ab heute der Wehrüberwachung. Die Skepsis ist nicht unbegründet. Denn mag Sicherheitspolitik auch noch so schlüssig in sich selbst sein, so weiß doch niemand, ob die Bundesrepublik im Ernstfall verteidigt werden kann oder zerstört wird. Kampffeld wird sie immer sein. Und die Zerstörungskraft auch konventioneller Waffen ist groß. Zum anderen, der Osten rüstet ständig weiter. Geht da nicht das Gleichgewicht verloren? Und was wird, wenn immer mehr Staaten in den Besitz von Atomwaffen gelangen? Wie steht es dann um unsere Sicherheit? So, haben Sie noch Fragen?